Es gibt ja verschiedene Ansichten, ob Niqab Pflicht oder Sunna ist. Was ist die richtige Ansicht? Wo sind die stärkeren Beweise? Ja, du fragst mich, ich vertrete die Ansicht von den Gelehrten, dass Niqab Sunna ist. Dass Niqab, das wird Gesichtsbedeckung von einer Frau, dass das empfohlen ist. Wenn die Frau das will, kann sie machen. Wenn die Frau das nicht will, dann braucht sie das nicht zu machen. Deshalb, wenn du mich fragst, dann werde ich natürlich sagen, die stärkeren Beweise sind dafür, dass Niqab nicht Pflicht ist. Jetzt fragst du eine andere Person. Die Person sagt, Niqab ist Pflicht. Der wird dir sagen, die stärkeren Beweise sind, dass Niqab Pflicht ist. Jeder wird seine Ansicht verteidigen und vertreten. Aber wenn du suchst, dann sage ich dir nur etwas. Nur etwas. Der Prophet war in Hajj. War in Hajj. Und Al-Fadl ibn Al-Abbas, das wird sein Cousin, war mit ihm. Und Al-Fadl hat eine Frau angeschaut. Der Prophet hat sein Gesicht gedreht. Und er sagt, ich habe einen jungen Mann gesehen, der eine junge Frau anschaut. Und ich habe mir Sorgen gemacht, dass sie in Fitna rutschen. Deshalb hat er das gemacht. Jetzt, was soll man sagen? Wenn die Niqab-Pflicht wäre, wieso hat ihr Gesicht gesehen? Dazu, barakallahu fikum, der Prophet Su'id, zu Fest, ging zu Frauen und mit ihm war Bilal. Und die Frauen haben angefangen, ihre Ohrringe und ihren Schmuck zu spenden. Und er hat eine Frau gesehen, wie ihr dunkle Wangen waren. Auch die Frau, die stand und sie sagte, oh Gesandter Allahs, du kannst mich sozusagen bekommen als Ehefrau, ich will dich heiraten. Und der Prophet hat sie angeschaut und er hat seine Wangen gesehen und die Sahaba haben das erklärt. Und dazu, barakallahu fikum, sage ich euch etwas. Schmuck einer Frau. Es gibt einen Schmuck, was sozusagen, barakallahu fikum, ursprünglich da ist. Und es gibt Schmuck, was zusätzlich da ist. Schmuck, was ursprünglich ist, dass die Frau schön ist, von ihr Nase, Augen und Mund und so weiter. Gesicht. Weil eigentlich das, eine Person wird durch sein Gesicht, durch ihr Gesicht erkannt. Und das ist das Wichtigste, wenn man von Schönheit oder von hübsch und sowas redet. Deshalb, das, was die Frau hat, das wird ihr Gesicht und so weiter, das ist ursprünglich. Und dies wurde nicht verlangt zu bedecken. Aber zu bedecken, es verlangt, was zusätzlich kommt. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Und jeder muss für sich selber dann entscheiden. Aber wenn du mich fragst, dann sage ich, Gesichtsbedeckung ist keine Pflicht. Wallahu a'lam. Aber wenn du in einem Land bist, die Frauen bedecken ihre Gesichter, dann bedeckst du dein Gesicht.